willkommen. Willkommen in Mainz. Kommen Sie rein in die Umstube. Viel zu kalt schon draußen. So, wenn es jetzt regnen würde, wir haben solche Überzieher für die Schuhe, brauchen wir aber heute nicht, weil alles trocken ist. So, fangen wir gleich an. Also, wenn wir jetzt mal rüber schwenken, dann sehen wir, dass wir hier im Eingangsbereich schon die Rückseite des Kamins sehen. Und auf der anderen Seite befindet sich schon das Wohnzimmer. Und das sorgt natürlich für eine Atmosphäre, gerade bei diesem Raum und gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wie man sich das eigentlich überall wünscht. Der Tisch müsste noch viel, viel größer sein, damit man die ganzen Gäste, wenn man sie dann wieder haben darf, auch Platz finden. So, diese Küche soll nur mal ein bisschen die Dimensionen verdeutlichen. Das ist natürlich keine echte Küche, das ist Pappe. Aber ich finde es sehr gut gelungen. Die letzten Kunden haben es jetzt fast gar nicht gemerkt. Und ist natürlich nur eine Gestaltungsidee. Wenn jemand andere Ideen hat, kann man die natürlich hier umsetzen. Wir haben auch zwei gute Küchenplaner mit an Bord. So, die Kunden können wir jetzt hier weiterführen. Wir haben hier schon mal das erste Bad auf dem Erdgeschoss. Wie man sieht, auch alles wirklich sehr stimmig von der Gestaltung her. Hier beim Erdgeschoss auch schon das erste Schlafzimmer. Kann alles sein. Es kann ein Arbeitszimmer werden, es kann ein Kinderzimmer werden. Also ich denke, jeder, wie er es benötigt. Und hier sehen Sie sich mal diesen wunderbaren Boden an, der über die Treppe genauso fortgeführt wird. Und wer dieses wunderschöne Kinderzimmer bekommt, ja, das steht jetzt noch in den Sternen. So, das letzte Kind, was hier bei der Besichtigung dabei war, hat gesagt, ah, das ist mein Zimmer. Also die Eltern waren nicht ganz damit einverstanden und wenn man hinter dieser kleinen Wand weitergeht, haben wir sogar noch einen kleinen begehbaren Kleiderschrank. Freistehende Badewanne. Und jetzt mache ich kurz. Wahnsinn, oder? Eine riesige Dusche, riesig viel Platz und ja, ob man jetzt hier morgens schnell fertig wird, ich glaube es kaum, denn ich glaube diesen Raum, den möchte man kaum verlassen. So, wir fliegen weiter, 350 Quadratmeter schnell durch den Raum. Angedacht als kleiner Ankleidebereich. Und hier haben wir schon das nächste Bad mit Badewanne und zur Rechten eine Dusche und nebendran noch ein sehr intelligent gewählter Platz für Waschmaschine und Trockner. So, wenn wir eigentlich hier herkriegen, guckt euch mal um. Das nächste schöne Kinderzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Gästezimmer. Was auch immer Sie benötigen. So, und hier oben, liebe Leute, haben wir noch das ausgebaute Dachstudio. Wieder vielseitige Möglichkeiten der Nutzung. Ein Homeoffice, vielleicht auch ein Gästebereich, vielleicht ein Fitnessstudio. Und wenn letzteres es werden sollte, haben wir hier schon alle Vorbereitungen für eine Sauna. Der ist nämlich genau hier platziert, alle Leitungen liegen. Und was natürlich bei einer Sauna nicht fehlen darf, noch eine separate Dusche. Ja, und wir haben natürlich noch, es ist jetzt leider schon sehr dunkel, aber wir haben noch riesige Terrassenflächen, wir haben einen riesen Garten und ja.
Also wer es live sehen will, swipe einfach mal nach oben. Wir haben eine virtuelle Tour hinterlegt und da könnt ihr bei Tageslicht natürlich euch komplett frei bewegen. Also, ich freue mich.